Leute, wieder geht es weiter mit dem Spiel gegen die VfL Osnabrück und wir treffen heute nach diesem Last-Minute-Sieg in Havelse auf Stark Osnabrück. Die werden wahrscheinlich nicht einfach zu schlagen. Also ich glaube, wenn man da einen Punkt holt, bin ich eigentlich fast zufrieden. Wir gehen zum ersten Mal in die Pressekonferenz. Wenn es Fragen gibt, dann dürfen Sie die jetzt gerne stellen. Wir sind bereit. So, natürlich haben wir ein bisschen was geholt an Spielern. Damit sind wir am Ende der Pressekonferenz. Ich bedanke mich bei allen. So, gucken wir mal, wie was heute mit Osnabrück als Gegner ist. Wie gesagt, es wird nicht einfach werden, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Das wird klar, wird schwierig werden. Mit dieses knappe Ding, glücklicher Sieg definitiv. Und jetzt schauen wir mal, ob wir gegen Osnabrück im Heimspiel ein bisschen was reißen können. Auf geht's. So, auf geht's. Er wird heute im Mittelpunkt des Interesses stehen. Denn er wirkt im bisherigen Verlauf der Liga wirklich unaufhaltsam. Gleich kann's losgehen. Live bei EA Sports. Tja, liebe Zuschauer, hier regnet es leider schon seit einiger Zeit. Aber ich begrüße Sie natürlich dennoch sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Wolfuß und Frank Buschmann bilden auch heute wieder das gewohnte Kommentatorengespann. Und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. Das klingt nach hochinteressantem Fußball. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Da ist einiges drin und wir freuen uns, dass wir dabei sein können. So, mal gucken, ob wir unseren Erfolg von letzter Woche ein bisschen fortfahren können. Stefan, letztes Spiel. Schauen wir uns mal Ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation vorne drin, also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders sein. Ja, man muss natürlich auf den Rechtsverteidiger verzichten, das ist ganz klar. Der nach dem letzten Spiel ja rot gesehen hat. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Osnabrück wird definitiv eine andere Ausnummer werden. Das wird ganz klar sein. Du darfst dir so Dinger nicht erlauben. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Ja, erste Chance. Marc Haider. Vielversprechender Steinmaß. Spielt den Ball in den freien Raum. Hm. Ich wollte gerade sagen, kriegst schon wieder so ein Gegentor in der letzten Minute. In der Anfangszeitphase, ja. Gute Ballannahme, obwohl sie da natürlich an den Rand sind. Starker Zweiger. Marc Haider. Ach, das ist doch. Siebte Minute 0-1. So hatten sie sich das vorgestellt. Vielleicht schon wieder ein perfekter Start in diese Begegnung. Jetzt gefühlt schon wieder ein sicher Rückstand, ja. Aus kurzer Distanz, den macht er ganz sicher. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0.
reichen mahnende Worte. Da reicht doch keine. Bei mir war das Spiel jetzt ja für Gelb gegeben. Führt den Freistoß kurz aus. Gute Chance für eine Flanke. Ist es das drin. Jetzt? Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Einfach mal den VfL Osnabrück ein bisschen mit dieser Freistoßvariante überraschen. Und es steht 1:1. Wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Super Aktion. Das ist die schade, Ballerung. Ich dachte, kriegst du mit. Unwiderstehlich. Marc Heider. Die Chance. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Bleibt hier. Aaron Gunnarsson. Meier. Meier, der Torschütze. Spielt den Ball. Drin. Kann abseits Gotteskirch gewesen sein, weil der Ball zurückgespielt wurde und damit schützt. Boah, also für die Wefelgruppe natürlich. Schumacher mit dem. Zweiten Torschuss also dem Führungstor. Das könnte Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten und dann ein glückliches Tor. Den Ball hat er nicht gut getroffen. Keine Chance für den Keeper. 18. Minute. Die Willens führen. Weiter geht's. Ja, der Ball kommt. Über den Flügel und da ist Platz. Schwarz. Ah, Glück gehabt. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Weil der auch gefährlich hätte werden können. Viel Platz für den Konter jetzt. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Sie haben den Ball. Viel mit Auge. Abgepfiffen, abseits. Das war abseits. Denk mich doch. Und es gibt eine Verletzung beim VfL. Kann nicht weiterspielen. Und jetzt wird es hektisch da draußen an der Bank. Sie müssen wechseln. Ja. Gute Besserung. Es wird, könnte wieder Knie oder Schulter sein. Was ist da passiert? Ja, hier. Das war für mich ganz. So, schon mal rein jetzt mit dem Durchstecker gegen den Vertrag. Der muss doch drin sein. Kein Tor. Und sie ärgern sich, denn damit hätten sie hier die Führung verdoppelt. Ja, das hat das 3-1 sein können. Sie führen, läuft eigentlich alles, aber den hätten sie gerne mitgenommen. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Das gibt Einwurf. Schmied. Macht er gut. Da wäre der Platz, um zu flanken. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Da ist Platz für den Konter. Ah, kein Foul, definitiv nicht. Schöner Spielaufbau jetzt. Kommt ins Zentrum. Da konnten sie nichts draus machen. Schöner Pass. Flanke jetzt auf den langen Pfosten. Könnte der Ausgleich sein.
Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley. Du hast ja echt die Chance auf das dritte und kriegst dann noch direkt das zweite da. Ach, der ist schon wieder eins gekriegt. Ausgangspunkt für dieses Tor ist natürlich dieser halbherzige Befreiungsschlag. Ja. Also sie bringen den Ball nicht richtig raus. Das ich habe ja nicht keine Chance gehabt, den Ball auch wieder zu machen. Da kann man nur den Hut ziehen. Sie zeigen eine tolle Moral und holen sich hier den Ausgleich. Das wird wohl ein Ball für den Torwart. Ja. Mann, ist das ärgerlich. Boxer. Die Chance auf den Konter. Konter. Und davor macht er das Tor. Jetzt kommt der Schuss. Das ist nicht wahr. Der ist nicht drin. Kaum zum Glauben eigentlich. Ich glaube nicht, dass der den noch hat. Großes Kompliment an den Torhüter. Super Aktion. Gut geklärt. Guter Zweikampf. Das ist echt die Chance. Chance über außen. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Berlin. Ah, keine gute Aktion. Vorteil, Spieler weiter. Leider Vorteil für die Wiffenhofen, für die Gäste. Jetzt die Möglichkeit. Oh Mann. Die Chance hier. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Szene geht weiter. Das ist zum Kotzen. Das ist zum Kotzen. Du kriegst es echt nicht hin. Du hast drei, vier riesen Chancen und dann kriegst du die Dinger nicht hin. Schon zwei Gegentore. Das ist unglücklich. Führt den Freistoß kurz. Ey, das ist zum Kotzen. Da kriegst du echt so zwei, drei Riesendinger und kriegst die Tore nicht gemacht. Das Wetter wird nicht besser, aber trotzdem läuft die zweite Hälfte jetzt. Und haust du dir quasi gegenseitig rein. Also hier muss ich sagen, mit 3-2 für Minimum. Marc Haider. Ball läuft gut. Schussversuch. Der Ball war nicht platziert genug. Es gibt Einwurf. Wieso gibt es für die Einwurf, wenn einer vermeint oder deren einen neuen Spieler geholt? Und da sind wirklich alle begeistert, dass das jetzt endlich geklappt hat. Das ist so ein Spieler, da hoffen alle, dass er auch bei seiner letzten Karrierestation noch mal glänzen kann. Ich glaube, danach wird Schluss sein. Da wäre Platz für den Konter. Starker Zweiger. Arcini, der auch schon ein bisschen länger nicht getroffen hat, aber das ist der Wert. Geil! Was für ein Durchschnitt gewendet, 3-2 verdient die Führung. Der Wolf, ein paar Worte mehr, ein absolut perfekter Konter. Blitzschnell nach vorne und dann auch noch den Treffer gemacht. Ein mit viel, viel Glück, aber das verdient. Ah, schon reichlich glücklich, dass der reingeht. Fast gehalten. Ja, sehen wir hier nochmal, da hat nicht viel gefehlt. Ja, trotzdem verdiente Führung, muss ich sagen. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. So, jetzt mal gucken, was Osnabrück jetzt draus macht. Vorne der Ballgewinn. Jetzt die Flanke. Und oh, der Ballverlust. Die Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Da fangen sie den Pass ab. Und dann der Ball von uns gegen Kunze. Jetzt der Steilpass. Heider. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Und Tor. Und schon wieder kriegst du dir so, haust du dir das Ding selber rein. Erst können sie sich noch befreien. Wir sehen es hier in der Wiederholung, aber eben nicht energisch genug. Und dann gibt es die nächste Chance. Und dann macht er das Tor. Strafe für den schwachen Befreiungsschlag. Das ist schon das zweite, was du dir jetzt reinmachst. Meier. Und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Meier. Ball ist unterwegs. Ja, Mann.
viel Platz für den Konter jetzt. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Erfolgreich gegrätscht. Vielleicht die Gelegenheit zur Führung bei diesem Eckball. Der Schubs mich ins Geball gibt es aus. Ecke kommt rein. Da hat er keine Mühe hier bei dem Kopfball. Nein, da war einfach zu wenig Druck dahinter. So kann der nicht gefährlich werden. Jetzt mal Hachini, der Fahrer. Gut, gefährlich. Oh, kein Tor. Da hatten viele hier schon den Torschrei auf den Lippen. Da geht dir knapp vorbei am Tor. Du musst hier wieder führen. Also, du haust es dir gerade ein bisschen selber um die Ohren. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Ah. Naja. Schöner Pass. Macht er gut. Naja, Hachini. Wieder für die vierte Führung in Folge. 4-3. Naja, das ist die dritte. Entschuldigung. Natürlich, Osnabrück hat er am Anfang 1-0 geführt. Dann dritte Wechselwirkung noch 2-1, 2-2. Dann das 3-2. Schauen wir nochmal auf die Entstehung dieses Tors. Erst der Steilpass. Und hier 3-3, 4-3. Die dritte Führung jetzt in Folge. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool. Aber es ist verdient natürlich, dass er das Genie nochmal trifft. Eine enge Kiste und das, obwohl wir schon 7 Treffer gesehen haben. Wer weiß, was noch alles passiert. So, die Situation jetzt ist nochmal auf der Hand. Die letzten 15 Minuten jetzt. Jetzt der Konter vielleicht doch nochmal. Jetzt aktiv zu machen, Maja. Riesenchance. Das hier da, 5-3. Für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Und das ist der Doppelschlag. Sie treffen schon wieder. Das haben sie eiskalt gemacht und die Gegenspieler waren sicher auch noch nicht wieder voll da. So, jetzt haben wir zumindest mal 2 Torführung. Jetzt ist man wieder, sieht es wieder ein bisschen angenehmer aus. So, 2 neue Mittelfeldspieler. Er wechselt zweifach. Ich bin gespannt, ob es auch taktische Veränderungen gibt. Eine torreiche Partie. 5-3. Unglaublich. Ein harter Zweikampf. Ich dachte, ich komme da durch. Wenn auch keiner mitgegangen ist dort. Marc Heider. Er passt gut auf und hat den Ball. Nach 2 Tore bisher. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Und Koko. Und jetzt die Chance. Ich glaube, das war's. Super Chance, vielleicht doch noch mal ranzukommen. Aber wir sehen es ja. Nicht genutzt. Da geht nichts mehr. Viel mit Auge. Ganz gefährlich. Schiedsrichter hat doch gar nichts von Abseits. Nach wie vor erlebt diese Chance. Sie bekommen ihn nicht. Es ist der Sack ist drauf. 6-3. Das Ende in dieser verrückten Partie bringt es heute. Da ist das Tor nochmal. Schön den Lauf gespielt. Und man merkt, die Abwehr hat große Probleme, finden kein Mittel. Sind da hilflos, immer wieder. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Sage und schreibe, 9 Tore sind es jetzt. Also bisher. 6-3 steht's. Guter Einsatz. Sie holen sich gut nachgesetzt hier.
Den Ball holt er sich. Holt sich die Osnabrücker da hin nochmal. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Klasse durchgesetzt. Nochmal die Osnabrücker mit dem. Was macht er draus? Nachsetzen. Schönes Zuspiel hier. Kraft hat gestimmt. Der Sack geht drüber. Die Präzision nicht. Der Schuss geht klar drüber. Ist der Ball auch nicht drin, Wolf. Da sehen wir wieder. Power ist nicht alles. Und dann ist der Sack zu. 6 zu 3 für den BVB. Das war eine klasse Leistung heute. Zweite Sieg in Folge. Ein Null erwartet das Sieg. Vor allem der Höhe auch. Aber trotzdem. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Erwartet hätte ich es nicht, muss man sagen. Und nachdem wir diesen Frühjahr jetzt können sie flanken. Brillant gemacht! Hätte ich nicht gedacht, dass wir da irgendwie ja, völlig also ausgeglichenes Spiel eigentlich. Wir hatten eigentlich die besten, wir hatten eigentlich nur die Chancen genutzt. Ja, wie gesagt, klar, das ist ganz, ganz wichtig, weil dieser Sieg, weil dadurch sind wir wieder in der Tabelle, jetzt ein bisschen mit 9 Punkten aus 6 Spielen wieder ein bisschen eher den Blick nach oben statt nach unten, aber wie gesagt, es geht natürlich rein um die Klasse. Jetzt war 7. nach 6 Spielen. Ist in Ordnung. 6-3, jetzt geht es noch Mannheim, das, da, die sind momentan 14. Also mit jedem Sieg können wir uns natürlich wieder ein bisschen was lösen. So, aber das sind wir dann in der nächsten Folge und das würde ich sagen, machen wir dann Feierabend und ja, wir sehen uns dann wieder und ich freue mich, wenn ihr dann einschalten würdet wieder bei Let's Play FIFA 22.